Herzlich willkommen zurück. Endlich nach einem bestimmt 2,5 Minuten Ladebildschirm endlich eingeloggt. Und wer jetzt sagt, oh was, 2,5 Minuten, das ist ja noch nicht viel, dann empfehle ich allen, einfach mal eine Stoppuhr zu nehmen und 150 Sekunden lang nur auf die Uhr zu gucken, ohne was anderes zu machen. Und dann ist es doch mehr, als man vielleicht ahnt. Okay, ich war hier dabei, die Katzenrüstung zu suchen. Ich denke mal, das machen wir mal einfach mal fix, ohne uns großartig aufzuhalten. Das beste Mittel gegen das Biest. Ein Hexer. Weitergehen. Gucken wir mal, was die Großmeister-Ausrüstung denn zu bieten hat. Ich bin sehr gespannt. Optisch hoffe ich auf eine Verbesserung natürlich, so wie jede Upgrade-Stufe quasi eine neue optische Variante war im Endeffekt. Schwerter eventuell auch bessere. Okay, da müssen wir ein ganzes Stück laufen. Allerdings nicht so viel wie von da unten aus. Das sollte kein Problem sein. Nicht so ein großes zumindest. Was? Ich mag die Musik. Auch wenn die Leute ein bisschen strange sind. Apropos strange. Ach, ich war gestern im Kino. Avengers, ja. Endgame. Also, ganz am Ende, da... Nee, keine Sorge. Ich werde nichts spoilern. Es... Eine... Seit... Ich gehe jetzt seit vielen Jahren ins Kino. Ich glaube, einer der ersten Filme, wo ich im Kino war, war damals König der Löwen, der Originale. Also, nicht jetzt, sondern... Damals, ist klar. Und es hat mich selten... Wenn überhaupt jemals... Kein Film... so sprachlos gemacht wie dieser. Also, Infinity War war der Hammer. Endgame ist, ja, ich saß da und ich war wirklich sprachlos. Ich kann jedem empfehlen, ihn zu gucken. Selbst wenn man nicht so Superheldengeschichten, diese ganzen Filme mag, kann ich ihn trotzdem, ich kann ihn jedem empfehlen, definitiv. So. Ja, genau, wo war ich? Die Leute hier sind strange. Strange, da sind wir beim Thema. Allerdings, die Musik und die Landschaft ist wirklich gut. Was geht denn hier hinten ab? Ist das ein Jahrmarkt oder was? Das muss Delaunays Anwesen sein. Los, lauf! Oh, ein Anwesen. Wie komme ich da rein? Kann ich einfach durch die... Ich muss einen Weg hineinfinden. Das hätte ich mir irgendwie denken können, dass ich nicht direkt durch die Vordertür einfach so reinmarschieren kann. Allerdings, Geralt wäre nicht Geralt. Komm her, die haben extra... Hast du sowas hier für mich gebaut? Und da sind wir schon drin. Banditen. Ach, Kinder. Welche letzten Worte? Der kleine graue Hexer kennt Tricks. Das Leben ist schön. Hangart. Der Tod noch viel schöner. Ey, was ging hier ab? Ich verliere die Fassung. Hä? Was war das denn? Hey. Hat die gerade die Explosion, die Enthauptung so viel, also das Blut, was rausgespritzt ist, so eine Druckwelle verursacht? Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Ist es nicht der aus dem Laden, der die Dinger haben wollte? Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Ah, was hast du ein Händler. Der nickt mir einfach... Willst du mich verarschen?
Und der erzählt mir was von Ausstattung. Ausstattung? Dann scheiß ernst. Kannst mich mal. Ich suche Schriftrollen und Manuskripte mit Schemata für Hexerausrüstung. Hast du sowas zufällig? Ich habe die Waren noch nicht inventarisiert. Ich bin gerade erst eingetroffen. Und dann kamen die Banditen mit ihrem Terror. Aber du kannst dich gerne umsehen. Danke, bis dann. Olé, okay. Wir klauen ihm einfach alles, was er so hat. Okay. Ich kann mir erzählen, was er will, aber die Kuh, die liegt hier schon eine Weile. Der ist gerade erst eingetroffen. Das heißt, er hatte, ich weiß nicht, wochenlang? Ich würde fast sagen, wochenlang eine tote Kuh da rumliegen. Jetzt ist die Frage aber, wieso? Hallo? Oh Gott. Ja. Okay, hier soll ich jetzt alles durchsuchen. Das war. Achso. Das ist nur eins. Ich verstehe. Kann ich hier vielleicht rein und da drin noch ein bisschen was ausräubern? Ein Kästchen. Was haben wir denn hier? Großmeister Katzenausrüstung. Eins? Bitte was? Eines? Ich brauche aber sechs. Achso, ich soll einen Brief lesen. Jetzt sollte ich das echt mal machen. Lalalalala. Alles klar, verstehe ich. Noch ein Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde. Verdammt, komm nicht raus. Ich bin eingefangen. Rettet mich! Wie komme ich hier eigentlich so wieder raus? Kann ich jetzt einfach durch die Vordertür rausmarschieren? Natürlich nicht. Geralt. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Also mein Hals ist in den letzten Tagen... Hey, wie komme ich denn jetzt... Okay. Ich kann einfach denselben Weg wieder raus. Oh, fuck. Puh. Da lasse ich mir gar nichts vormachen. Komm, mein Höllenpferd. Ich weiß nicht mehr, welcher Reiter auf dem schwarzen Pferd saß. Der Tod saß auf dem... Was saß aus dem Weißen? Es gab, glaube ich, noch einen... Hunger saß auf dem Weißen. Es gab noch ein Fahles. Ich glaube, ein schwarzes und noch eins. Ich habe aber ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung mehr. Das muss ich habe die Offenbarung mal... Sein, von dem Hansebasis? Geschrieben hat. Was? Den Anführer der Hanse zu töten. Eine Hansebasis? The fuck? Was zur Hölle? Okay, das war keine gute Idee. Lass mich weg. Lass mich weg. Ich muss da rein? Warum? Meine Rüstung ist gerade kaputt gegangen. Habe ich das richtig gesehen? Warum? Ja, da kommst du offensichtlich nicht hin. Hey. Nein, das benachbarte Dorf kommt. Verdammte Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Oh mein Gott. Das ist echt nicht gut. Das ist nicht gut. Die greifen mich an. Ah! Die machen Sachen mit mir.
Da hat er noch schnell einen Körper ins Wasser gemacht. Okay, ich muss da rein. Das ist natürlich ungeil. Allerdings, den Fackelträger, den nehme ich auch nicht erwischt. Der ist irgendwo da unten rumgerannt und ist dann in die Festung rein. Ich hätte nicht reiten dürfen, weil ich habe auf dem Pferd habe ich noch nie jemanden getroffen, der auf den Boden gerannt ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was falsch mache oder ob das generell nicht geht. Naja. Was? Och, echt jetzt? Wo ist denn der hässliche Brief? Mensch. Der hier? Noch kann man schon. Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und jetzt muss ich wieder da hinten raus. Wurde. Weil sonst lässt er mich nämlich nicht gehen. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal hin. Nur um es schlau anzustellen, damit die mich wirklich nicht kommen sehen. Es war dumm, das jetzt zu essen, wenn ich sowieso meditiere. Das ist doch ein Bandit hier. Blut! Blut! Was? Gut, geh halt. Du bist ganz alleine, mein Freund. Du wirst es nie lernen. Komm schon. Nee, gelernt hat das nicht. Offensichtlich nicht. Festung. Okay, die Wegfindung zeigt mir wieder irgendeinen Weg an. Das ist absolut random anscheinend. Hier ist ein Banditenlager. Vielleicht muss ich einfach die Banditenlager rundherum auslöschen. Hurenreiter? Echt jetzt? Really? So, nur kurz was eingestellt. Eine Zwiebel. Absolut. Okay, was muss ich hier noch machen? Irgendeinen Schatz einsammeln. Das hier? Nee. Das hier? Oh, mein Hals. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist Hausstaub. Wenn Hausstaub aufgewirbelt wird, dann ist... vorbei. Bin ich hier richtig? Gibt es hier noch... Okay, benachbarte. Ich muss dafür sorgen, dass der Fackelträger finish ist. Reinschleichen kann ich mich nicht. Das muss das Banditenlager sein, von dem Delaunay geschrieben hat. Okay. Ja, leg dir doch den Schniedel ein! Umzingelt ihn! Das ist der Fackelträger. Lauf doch, du hässlich. Das gibt's doch nicht. Er läuft nicht. Na, super. Er rennt. Wo guckt er denn hin? Na, super. Verdammt. Ja. Wenn ich ihm. Wie soll ich ihm hinterherlaufen, wenn der Geralt als wie so ein Geisteskranker überall einfach hinguckt? Er rennt nicht. Der hüpft nur, also rollt sich nur wie. Es ist eine einzige Qual. So super und so empfehlenswert das Spiel auch ist, ich bin ein bisschen froh, wenn es vorbei ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein klitzekleines bisschen vielleicht. Alles klar, jetzt wollen sie es aber wissen, du. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Schmiede verwenden und Schädel spalten.
Kisten. Das gefällt mir. Oh mein Gott. Was ist das hier? Verdammt, Bockschein. Ich hack mich einfach durch alles durch. Gnadenlos. Okay, Schwert reparieren. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Nummer funktioniert. Ohne Scheiß. Das war... Okay, das war Verschwendung. Das war... Alter. Das war... Puh. Was haben wir denn hier? Da haben wir wieder einen Brief. Habe ich den Hanseführer nämlich getötet? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe hier einfach nur mal durch. Nur der Vollständigkeit halber wegen. Der Hexer und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. Nebelgruben. Komischer Name für ein Höhlensystem. Das sollte ich mir mal ansehen. Möchte wissen, ob die Banditen den Schatz aus der Höhle geholt haben. Ich glaube, die ganzen Sachen kann ich nachher wieder wegschmeißen. Okay, kann ich jetzt hier eventuell No, das geht sogar. Ein paar sind jetzt noch da oder sind das neue? Ich glaube fast, es sind immer noch dieselben. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich mach die erstmal. Vielleicht muss ich auch einfach nur alle töten. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Nummer eben funktioniert mit dem, wo ich mich da durchgeschnetzelt habe. Aber genau für solche Situationen hatte ich mir den Skill denn eigentlich angeeignet. Weil ich gedacht habe, wenn ich mal irgendwann wirklich eingezingelt bin. Eingekreist, umzingelt, was auch immer. Mich dann einfach mit so einem Tanz quasi in die Freiheit schlachte. Und genau so hat es nämlich funktioniert. Ich habe kurzzeitig gedacht, ich sterbe jetzt schon wieder. Aber... Hä? Ich habe ihn tot geboxt. Schnappt euch die Kurtisanenbrut! Was? Kurtisanenbrut. So, das ist auch... So kann man es auch sagen. Ich hoffe, alle wissen, was damit gemeint ist. Welches Wort. Hä? Die sterben einfach. Ich muss da irgendwie wieder hochkommen. Ich weiß nicht mehr... Warte mal, auf A rennt man doch. Ja, warum ist er eben nicht gerannt, als ich da das erste Mal gestorben bin? Da ist er nur gerollt, gerollt, gerollt. Wer jetzt her? Come to me. Du bist tot. Das sieht nach einem Eingang aus. Wie komme ich nach oben? Das ist das, was mich wirklich interessiert. Das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert momentan. Muss es doch eine Leiter geben. Irgendwas. Ah. So viel dazu. Da haben wir den Anführer. Er wartet schon, um mir den Arsch aufzureißen. Verdammt nochmal. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Bitte was? Jetzt! Macht ihn alle! Es ist niemand mehr da. Ja, ein bisschen mehr hätte ich vielleicht jetzt schon erwartet, aber... Mein Gott. Mein Gott.
Oh, türkise Rüstungsfärbung. Damit wäre das abgeschlossen und ab in die Nebelgruben, wo es die nächsten Teile gibt. Okay. Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Oh, guck mal hier. Was für eine Geschichte. Eine Hanse. Ein einziger Hexer gegen einen ganzen Haufen Bastarde. Und er macht sie alle platt. Ja, was hast du denn erwartet? Was hast du bitte erwartet? So, so. Sternling Straggen aus dem Hause von und zu Arschkramp hat ins Gras gebissen. Möge er in Schmerz und Unfrieden ruhen. Du hast dir hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexer. Zeig mir doch mal dein Angebot. Zeig her. Uiuiui. So, reparieren. Dann diese ganzen Dinger hier, die brauchen wir sowieso immer mal wieder. Deswegen kann ich die auch gleich komplett abnehmen. Da kann sowieso nichts damit anfangen. Daher ist es relativ egal. Er hat auf jeden Fall einiges an Zeug. Also... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ding die ganze Zeit leiser wird. Moment. Ich muss mal kurz was testen. Funktioniert's jetzt wieder? Oh, hallo. Das sieht... Okay, jetzt ist es aber... Ist es jetzt laut? Nee, jetzt ist es wie eben. Ein bisschen lauter vielleicht. So müsste es aber okay sein. So war es die ganze... So wurde es mir zumindest die ganze Zeit auch angezeigt. Zeig mir doch mal dein Angebot. Zeig mal her, mein Freund. Ich glaube, ich verkaufe erstmal den ganzen... Unrat, so in etwa. Außer das hier drüben, weil das brauche ich noch. Beziehungsweise diese drei Sachen. Die brauche ich noch für eine gewisse Feier, die kommen wird. Jetzt habe ich meine verkackte Armbrust verkauft. Weißt du das? Komm. Was soll es? Bis später. Was soll es? Schlechter von Blaviken lieber. Bitte sprich mich nicht an. Ich mag euch nicht, ihr niederes Volk. So, Nebelgrube. Wahrscheinlich ist das irgendwie... Volle Hand in den Mund und nichts, was ich fürs Alter beiseite legen könnte. Ja, ich meine... Also, so ist es manchmal. So ist es. Ich höre Hunde oder Wölfe, ich bin mir nicht 100%ig sicher, könnten aber Hunde sein.